Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In fast ganz Frankreich ist heute Morgen für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Die Folge: Verkehrschaos in vielen Großstädten, Menschen in festsitzenden Fahrstühlen, Stillstand der Metro in Paris. In verschiedenen Krankenhäusern mussten Ärzte bei Kerzenlicht operieren. Grund für die Strompanne war nach Angaben aus Paris der plötzliche Kälteeinbruch. Weil viele Franzosen zusätzlich elektrische Heizgeräte einschalteten, wurde das Stromnetz überlastet. Dadurch brach eine aus der Bundesrepublik nach Frankreich führende Hauptleitung zusammen. Von dem Stromausfall wurden auch Teile der Schweiz und Italiens betroffen. Paris heute Morgen kurz nach dem Stromausfall. Alle Metrozüge, die Untergrundbahn der französischen Hauptstadt, blieben stehen. Tausende mussten aus den U-Bahn-Schächten befreit werden und kamen zu spät zur Arbeit. Genauso erging es den Autofahrern. Nachdem alle Ampelanlagen ausfielen, brach der Verkehr zusammen. Das Chaos war da. Die Polizei hatte Großeinsatz, konnte aber nicht viel erreichen. Die Pariser Prachtstraße, die Champs-Élysées, war völlig verstopft. Aber nicht nur Paris, sondern ganz Frankreich, mit Ausnahme von Elsass und Lothringen, war in den Morgenstunden ohne Strom. Viele Pariser, die schließlich zu Fuß oder per Anhalter ihre Arbeitsstelle erreichten, konnten nicht in die Bürohäuser oder Fabriken, weil die elektrischen Türöffner nicht funktionierten. Die meisten Schulen blieben geschlossen. Die Tankstellen hatten Hochbetrieb. Vielen Autofahrern war durch das stundenlange Warten mit laufendem Motor das Benzin ausgegangen. Die Bundesmarine will ihre Suchaktion nach den 28 Menschen auf dem verschollenen deutschen Frachter München einstellen, wenn bis morgen Abend keine neue Spur vom Schiff entdeckt wird. Dies erklärt am Abend das Flottenkommando Glücksburg. Die Suche nach der München nördlich der Azoren wird immer hoffnungsloser. Die Hapag-Lloyd-Reederei kommentierte heute die bisherigen ergebnislosen Aktionen mit den Worten: Wo sollen jetzt noch Überlebende sein? Trotz der immer geringer werdenden Aussichten, die München und ihre Besatzung zu finden, läuft die internationale Suchaktion zur Stunde noch auf vollen Touren. Heute Morgen schickte das Marinefliegergeschwader 3 Graf Zeppelin aus Nordholz bei Cuxhaven eine weitere Maschine auf die Inselgruppe im Atlantik. Die Fernaufklärer, gespickt mit modernster Elektronik, haben inzwischen ein Seegebiet von den Ausmaßen mehrerer Bundesländer systematisch abgesucht. Ebenfalls beteiligt Aufklärungsmaschinen der USA und Großbritanniens. Das gesuchte Containerschiff, die München, hier Archivaufnahmen aus dem Jahr 1975, hatte mit seinen Notsignalen am 12. Dezember die größte Rettungsaktion im Atlantik ausgelöst. Der 261 Meter lange Frachter, einer der modernsten seiner Art mit Heimathafen Bremen, war vor einer Woche nördlich der Azoren in schwere Stürme geraten. Das bislang spurlose Verschwinden des über 13.000 Bruttoregistertonnen zählenden Frachters stellt die Fachleute immer noch vor ein Rätsel. Die Hoffnungen der Suchmannschaften konzentrieren sich für den letzten Akt ihrer Bergungsaktion jetzt auf die zwei noch fehlenden Rettungsinseln des Schiffes. Solange auch nur eine geringe Aussicht besteht, diese Inseln mit Überlebenden zu entdecken, soll die Suchaktion weiterlaufen bis Mittwoch zum Sonnenuntergang. Im Tarifkonflikt der Eisen- und Stahlindustrie von Nordrhein-Westfalen, Osnabrück und Bremen ist heute ein neuer Vermittlungsversuch gescheitert. Überraschend waren zuvor die beiden Tarifparteien in Düsseldorf mit dem Schlichter Arbeitsminister Fartmann zusammengetroffen. Wie Fartmann anschließend mitteilte, hätten auch diese Gespräche nichts an der gegensätzlichen Auffassung über eine Ausweitung der angebotenen Freischichten geändert. Ein neuer Termin ist nicht vereinbart worden. Die von den erdölexportierenden Staaten angekündigten Preiserhöhungen haben auch heute wieder auf den Dollarkurs gedrückt. Obwohl die Bundesbank zur Stützung der amerikanischen Währung knapp 60 Millionen Dollar aufkaufte, sackte in Frankfurt der amtliche Mittelkurs gegenüber dem Vortag um fast 2 Pfennig auf 1,8390 Mark ab. Seit Wochenbeginn verlor der Dollar damit beinahe 6 Pfennig an Wert. Die frühere indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi ist heute im Parlament von Neu-Delhi verhaftet worden. Der Grund: Missbrauch der parlamentarischen Vorrechte. Nach langer Debatte hat ihr das Unterhaus den Abgeordnetensitz entzogen und eine Gefängnisstrafe bis zum Ende der parlamentarischen Sitzungsperiode auferlegt. Indira Gandhi, hier gestern auf dem Weg ins Unterhaus, erlebt damit zum zweiten Mal in ihrer Karriere eine politische Bruchlandung. Ein Untersuchungsausschuss hatte ihr vorgeworfen, Ermittlungen gegen die Geschäftspraktiken ihres Sohnes behindert zu haben. Die Verurteilung eines Abgeordneten zu einer Gefängnisstrafe durch das Parlament ist in Indien auch ohne Gerichtsentscheid möglich.
Große Probleme hat die indische Regierung gegenwärtig mit der Verwirklichung der Landreform, die während der Amtszeit Indira Gandhis eingeleitet wurde. Ein Bericht von Hans-Joachim Werke. Die Dorfidylle trügt. Hier herrscht noch finsteres, feudales Mittelalter. Dem Übel der Leibeigenschaft, mit anderen Worten der Sklavenhaltung, wollte Indira Gandhi mit den Vollmachten ihrer Notstandsdiktatur zu Leibe rücken. Nichts jedoch geschah. So leben heute noch 2 bis 3 Millionen Inder in unterwürfigster Botmäßigkeit. Wie hier Devki, Haupt einer 5-köpfigen Familie. Auf 7 Jahre hat er sich für ein paar hundert Rupien mit seiner vollen Arbeitskraft verkauft, tags auf dem Feld, abends im Haus des Herrn und Meisters. Jeder 8. Sklavenhalter ist ein wohlhabender Kastenhindu. Dieser hier hat mindestens 400 Hektar Land, eigenen Brunnen, eigene Bewässerungsanlage. Als Lohn zahlt der Devki und seinen weiteren 6 Sklaven, allesamt Unberührbare, ein Mittagessen auf dem Feld. 1,5 Morgen darf jeder für den Eigenbedarf beackern. Das reicht zum Leben nicht. So wird wieder Geld aufgenommen und mit Leibeigenschaft abbezahlt. Brot für die Welt, die Hilfsorganisation der evangelischen Kirche, finanzierte einen Bericht der Gandhi-Friedensstiftung und des Nationalen Arbeitsinstituts, in dem die Tatsachen dieses Weiterwirkens mittelalterlicher Methoden ans Licht kamen. Ein Aktionsprogramm zur Abschaffung dieses Systems ist nicht in Sicht. Gegen die beschlossene Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und den USA hat jetzt in der Sowjetunion und bei ihren Verbündeten eine massive Kampagne der Parteiorgane begonnen. Die Reaktion der Sowjetunion hat zwar auf sich warten lassen, doch ist sie dafür diplomatisch auch durchaus geschickt ausgefallen. So nennt die Pravda heute die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwar das Resultat der Umorientierung Chinas, das sich auf den Weg der offenen Auseinandersetzung mit dem Sozialismus begeben habe, doch dann zitiert sie die Feststellung Carters, dass die USA die Beziehungen zu China nicht zum Nachteil der Russen oder irgendjemand anderes ausnutzen wollen. Und damit ist das Kapitel USA auch schon abgehandelt. Der Rest der Reaktion besteht aus massiven Vorwürfen an die Adresse Chinas, das sich so wörtlich bemühe, gemeinsam mit dem Westen eine riesige Einheitsfront gegen die Sowjetunion aufzubauen. Aus der Reaktion der Sowjetunion wird zweierlei deutlich. Zum einen, dass sich der Konflikt mit China und das offenbar unaufhaltsam verschärft. Zum anderen aber, dass man trotz allem Unbehagen über die Entwicklung alles vermeiden möchte, was das Verhältnis mit den USA weiter belasten könnte. Eins allerdings ist fraglich geworden, ob sich Brezhnev wirklich im Januar in Washington mit Carter trifft, wenn als nächster Gast des amerikanischen Präsidenten der Chinese Teng auf dem Parkett steht. Die Außenminister der neuen EG-Staaten haben heute in Brüssel grünes Licht für die Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt Spaniens zur Gemeinschaft gegeben. Die Gespräche sollen im kommenden Februar aufgenommen werden. Und so sieht der vom Ministerrat vorgesehene Fahrplan für die Erweiterung der EG aus. Bis Anfang 1981 soll zunächst Griechenland Mitglied in der EG werden, 2 Jahre später, 1983, dann Spanien und Portugal hinzukommen. Vorentscheidung für ein neues Regierungsviertel in Bonn. Von 1980 an wird umgebaut, abgerissen, neu gebaut. Einzelheiten der heute vorgelegten Empfehlungen des gemeinsamen Ausschusses von Bund, Land und Stadt Bonn schildert Albrecht Reinhardt. Schwierig war es für Bauminister Haag, weil das Kabinett vorige Woche alles offen gelassen hatte. Heute nun, in der 8. Sitzung des gemeinsamen Ausschusses, sollten wesentliche Vorentscheidungen über den Ausbau der Bundeshauptstadt fallen. Der Bauminister wollte sich mit Vertretern der Stadt Bonn und des Landes Nordrhein-Westfalen über das zukünftige Gesicht des Regierungsviertels einigen. Das von der Stadt Bonn vorgeschlagene Konzept der grünen Mitte, einem Park größer als der Petersplatz, hinter dem sich die neuen Gebäude des Bundesrats, des Bundestags und der Fraktionen aufreihen sollten, hatte keine Chance. Bund und Land konnten sich dafür nicht erwärmen. Dagegen stand auch der Wunsch der Länder, dass Bundestag und Bundesrat dicht beieinander bleiben müssen. Und so wurde beschlossen. Kein Konzept, sondern einzelne Standorte. 1980 soll der Grundstein zum neuen Parlament gelegt werden. Was sich sonst noch zwischen Rhein- und Bundeskanzleramt verändert, welche Gebäude dem Neubau zum Opfer fallen, weiß auch nach der heutigen Sitzung niemand. Das sind 16 von insgesamt 27 Mitgliedern der Bremer SPD, die heute ihren angekündigten Austritt aus der Partei erklärten. Einer ihrer Gründe, die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, die nur auf Wachstum ausgerichtet sei.
Überdies würde die Parteibasis von der Parteiführung, die lediglich an der Erhaltung der Macht interessiert sei, zum Wohlverhalten gezwungen. Die Abgeordneten des Nordrhein-Westfälischen Landtages sollen ab 1980 weniger Diäten, also Aufwandsentschädigungen für Parlamentarier, erhalten, als sie sich selbst in einem Gesetzentwurf zubilligen wollten. Dies sehen die Vorschläge einer Kommission vor, die heute von ihrem Präsidenten Willi Weyer der Presse vorgelegt wurden. Das Gutachten, das Willi Weyer heute vorlegte, gefällt nur dem Bund der Steuerzahler. Der Auftraggeber macht ein langes Gesicht. Noch im Mai hatte der Landtag einen Gesetzesentwurf beraten, der den Abgeordneten ab 1980 Gesamtbezüge von über 10.000 Mark beschert hätte. Öffentliche Kritik zwang die Parlamentarier zum Rückzug. Eine unabhängige Kommission sollte neue Vorschläge erarbeiten. Gegenüber dem jetzigen Rechtszustand tritt keine Verschlechterung ein, für die Masse der Parlamentarier sogar eine Verbesserung. Aber gegenüber dem Vorschlag, den das Parlament im Hauptausschuss erarbeitet hat, tritt in der Tat eine Verschlechterung ein, zum Beispiel bei den Grunddiäten. Der Hauptausschuss hatte gesagt, wir wollen 6.000 Mark Grunddiäten haben, die Kommission schlägt 5.000 Mark vor, in beiden Fällen natürlich Versteuerung. Wie würde sich nach diesen Vorschlägen Nordrhein-Westfalen im Rahmen anderer Bundesländer ausnehmen? Es liegt schlechter, wesentlich schlechter als Bayern. Es liegt etwa mit Niedersachsen und anderen Ländern in einem Level, wenn Sie alles zusammenrechnen. Aber ein unmittelbarer Vergleich ist deswegen nicht möglich, weil wir keine Beamtenpensionsregelung vorgesehen haben, sondern eine versicherungsrechtliche Lösung. Das heißt also, dass die Abgeordneten selbst ihre Versicherungsbeiträge bezahlen müssen in Höhe von 900 Mark monatlich, um dann später einen Pensionsanspruch zu erdienen. Sie werden nach 20 Parlamentsjahren dann die Höchstpension von 3.750 Mark, die Sie allerdings versteuern müssen, bekommen. Das Hamburger Magazin Stern muss nach einer heutigen Entscheidung des Bundesgerichtshofes dem CDU-Vorsitzenden Kohl und dem ehemaligen CDU-Generalsekretär Biedenkopf je 10.000 Mark Schmerzensgeld zahlen. Der Stern hatte 1975 ein zwischen den beiden Politikern von dritter Seite illegal abgehörtes Telefongespräch veröffentlicht. Darin ging es um angebliche Kritik von Biedenkopf an den Führungsqualitäten Kohls. Gegen die Entscheidung des Bundesgerichtshofes will der Stern Verfassungsbeschwerde einlegen. Wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung hat heute das Stuttgarter Oberlandesgericht den 30-jährigen Uwe Volkerts zu 16 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Er war bereits im Oktober nach 17 Monaten Untersuchungshaft auf Antrag der Verteidigung freigelassen worden. Für die einmonatige, über das jetzige Urteil hinausgehende Haftzeit wird er entschädigt. 37 Arzneimittel mit dem Wirkstoff Clofibrat sind vom Bundesgesundheitsamt verboten worden. Diese Medikamente wurden bisher für herzinfarktgefährdete Patienten verordnet, um den Blutfettspiegel zu senken. Die Mittel, so hat eine Untersuchung gezeigt, entfalten offenbar schädliche Wirkungen. Das Bundesgesundheitsamt warnt jedoch dringend davor, die Präparate ohne Rücksprache mit dem Arzt abzusetzen. Seit heute heißt es in Baden-Württemberg freie Fahrt über die Autobahn zum Bodensee. Mit der Freigabe des 43 Kilometer langen Teilstücks von Rottenburg nach Rottweil ist das Milliardenprojekt Stuttgart-Singen endgültig fertig. Die Bauzeit der Autobahn betrug fast 10 Jahre. Skylab, das amerikanische Raumlaboratorium, wird aufgegeben. Zwischen Mai und September 1979 soll es in die Erdatmosphäre stürzen und verglühen. Die Kontrollstationen der NASA und der US-Luftwaffe sehen keine Möglichkeit mehr, die Raumstation in ihrer Umlaufbahn zu halten. Skylab wiegt etwa so viel wie eine Schnellzuglokomotive. Nicht völlig verglühte Trümmerteile werden auf die Erde fallen. NASA-Sprecher bezeichnen die Gefahr aber als gering, weil die Umlaufbahn von Skylab zu 2/3 über dem Meer liegt. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 20. Dezember. Das Satellitenfoto zeigt über Deutschland vielfach geringe, im Alpenbereich und über Südeuropa starke Bewölkung. Diese gehört zu dem Mittelmeertief, das sich nordwärts verlagert. Das übrige Deutschland verbleibt noch unter dem sich abschwächenden Hochkeil in der eingeflossenen kontinentalen Kaltluft. Die Vorhersage für morgen. Im Norden gebietsweise Frühnebel, sonst heiter bis wolkig und trocken. Von Süden aufkommende Bewölkung und zeitweise leichter Schneefall. Tiefstemperaturen -5 bis -10 Grad, örtlich auch darunter. Höchsttemperaturen -5 bis 0 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen.